Dreimal muss man ihn umrunden. Dreimal. Unbedingt im Uhrzeigersinn. Und dann wirft man noch drei Steine auf den Ovo. Es reichen auch Kiesel, aber drei müssen es sein. Ein uraltes schamanistisches Ritual, damit die Reise gelingt. Schon Chinggis Khan erbat sich so die Gunst der Ahnen, bevor er aufbrach, die Welt zu erobern. Na, erfolgreich war er dabei allemal. Heute bereichert man die Wirkkraft des Ovo noch mit buddhistischen Devotionalien. Es kann ja nie schaden. Besonders praktisch, wenn die Gebetsmühlen ganz von alleine im Dauerbetrieb beten. Natürlich starten auch wir unsere Reise mit dem Ritual am Ovo. Die Reise in die Wüste Gobi. I'm Baira, your driver. I'm Baira, your tour guide. Wir verlassen Ulaanbaatar auf einer guten, geteerten Ausfallstraße. Doch nach 20 Kilometer in einem Jurtenvorort biegt Baira unvermittelt in die Steppe ab. Will er noch einen Freund besuchen? Als er immer weiter fährt, fragen wir doch mal nach. Die Straße Richtung Gobi ist auf unserer Karte doch dick eingezeichnet. Egal, die andere Straße ist auch nicht anders, meint Saya. Skepsis. Wir wollen's noch nicht glauben. Erst 6 Tage und 2000 Kilometer später sollten wir wieder ein längeres Stück Teerstraße befahren. Naturasphalt. Naturasphalt. Der junge Adler zeigt keine Scheu vor uns. Viele Menschen hat er noch nicht gesehen in dieser menschenleeren Gegend. Die Mongolei ist das am dünnsten besiedelte Land der Erde. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in Ulaanbaatar. Die restlichen 1,3 Millionen verteilen sich auf eine Fläche, die 5-mal so groß ist wie Deutschland. Man stelle sich vor, verteilt auf ganz Westeuropa. Einmal München, 40 Kleinstädte und 300 Dörfer. Der Rest sind in Jurten lebende Nomaden, deren Lebensrhythmus von den Weideflächen des Viehs bestimmt wird. Eine dieser 40 Städte ist die 10.000 Einwohnerstadt Mandal Gob. Für uns das Tor in die Gobi. Auf dem Hügel über der Stadt, wie so oft, ein Ovo. Nach dieser ruppigen Anfahrt konnte es nicht schaden, nochmal die Ahnen zu besänftigen. Mandal Gob ist das Zentrum von Mittelgobi. Für die Nomaden dieser Provinz gibt es hier ein Hospital, Schulen mit Internat und natürlich Einkaufsmöglichkeiten. Hier sollten wir die dicke, groß eingezeichnete Hauptstraße erreichen. Saya hatte recht. Der einzige Unterschied zu unseren bisherigen Pisten ist, wir haben jetzt bis zu 20 Spuren zur Auswahl. Eine Autobahn sozusagen. Straßen auf mongolischen Karten bedeuten lediglich,
Hier kann man grundsätzlich fahren. Eine bauliche Veränderung des Naturzustands ist damit aber nicht verbunden. Das Fatale ist, es biegen immer wieder Spuren ab. Oft führen sie wieder zurück, aber halt nicht immer. Wegweiser gibt es hier grundsätzlich nicht. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Spur, der wir vertraut hatten, verlor sich im Nichts. So können wir gleich mal unser funkelnagelneues GPS-Gerät testen. Aber in dieser Gegend gibt es auf GPS-Karten kaum mehr Anhaltspunkte. So we have to go a bit to the left to get to this road. We just go away from the road now. Auf alle Fälle sind wir viel zu weit östlich. Also fragen wir beim nächsten Ger, so heißen die mongolischen Jurten, nach dem Weg. Aber so schnell geht das nicht. Erst werden wir ins Ger eingeladen. Zunächst gibt es eine Runde Chingis Wodka. Natürlich auch für Bayra. Und Joghurt. Das erste Tröpfchen sollte den Ahnen gehören. Auch die Schüssel mit Hammelfleisch macht die Runde. Erst nach dem Smalltalk im Gier kommt die Wegbeschreibung. Die nächsten 10 Kilometer fahren wir Quersteppe ein, um zur nächsten Fahrspur zu kommen. Es war nicht der letzte Ausflug ins Nichts und auch nicht die letzte Einladung ins Gier. Wer sich die Gobi als reine Sandwüste vorgestellt hat, der wird enttäuscht sein. Vor 2 Wochen hat es hier heftig geregnet, sodass die Wüste jetzt grünt und blüht. Auffallend vor allem der Gobi-Knoblauch in verschiedenen Varianten. Bei jedem Stopp kommt einem ein Schwall Knoblauchparfum in die Nase, frisch gepresst von den Autoreifen. Gobi-Rhabarber. Das Felsenkliff Red Stupa und die nahegelegene White Stupa sollen einst ein Drachenpaar gewesen sein, die von einem bösen Drachen gejagt wurden. Auf der Flucht verloren sie ihre Schwänze. Hier der rote Drachenschwanz. Nächstes Ziel, die White Stupa, der weiße Drachenschwanz. Thank you.
Vom Sinnenrausch an der Weizstupa werden wir jäh in die Realität zurückgeholt. Der Tank leckt. Wohl nicht zum ersten Mal, denn Bayer hat vorsorglich schon Spezialkleber dabei. Der Tank hielt dann tatsächlich für die restlichen 3000 Kilometer. Die Nomaden der Gobi halten Ziegen, Schafe, Pferde und vor allem Kamele. Gemolken wird jedes dieser Tiere. Bei Pferden und Kamelen wird erst das Fohlen kurz angedockt, um den Milchfluss zu aktivieren. Zum Abschluss darf es aber dann doch wieder ran. Das Wimmern kommt von den wartenden Fohlen. Dem läuft ständig die Tränen. Kamelmilch schmeckt recht säuerlich, für uns schon sehr gewöhnungsbedürftig. Wegen dem Mangel an Bäumen werden die Ziegen zum Melken kunstvoll zusammengebunden. Man sieht, wie dem Fohlen das Wasser im Mund zusammenläuft. Stutenmilch wird hauptsächlich vergoren und als Eirak getrunken. Schmeckt dann wie gegorene Buttermilch. In der baumlosen Gobi ist Dung das einzige Brennmaterial. Neben dem Fleisch der Tiere ernähren sich die Nomaden hauptsächlich von Milchprodukten. Joghurt, Käse, Eirak, Butter. Getrunken wird aber meist Milchtee. Ganz autark leben sie aber nicht mehr. Der Chingis-Wodka ist gekauft und meist haben sie auch schon Satellitenschüsseln, Solarpanels, Energiesparlampen, Fernseher und Motorräder. Und viele erliegen der Verlockung des modernen Großstadtlebens und ziehen mit ihren Jurten nach Ulaanbaatar. Einige der Nomaden sind auf die Idee gekommen, zusätzlich Gears für Touristen aufzustellen. Eine Investition von 400 Euro und eine Stunde Bauzeit für die Familie. Wir übernachteten in der Gobi immer in solchen Camps. Reichen die Gears nicht, so wird auch mal eines der Familien-Gears für das Touri-Paar geräumt. Und die Familie rückt in einem Gear enger zusammen. Wasser für die Touris ist hier nicht vorgesehen. Bayernsack wurde 1922 weltberühmt. Man entdeckte hier bei den Roten Klippen zum allerersten Mal Dinosaurier-Eier. Eine wissenschaftliche Sensation. Dinosaurier sollen mit den Vögeln verwandt sein? Es wäre zu schön gewesen, wenn auch wir ein kleines Eischärbchen oder ein Dino-Knöchelchen gefunden hätten. Aber mit etwas Fantasie, man stelle sie sich einfach vergrößert vor. Bayernzack heißt zu Deutsch Buschland.
Gemeint ist damit der Sacksaulbusch, der durch seine tiefen Wurzeln selbst in der Sandwüste gedeiht. Bei Abendsonne erklärt sich der englische Name für die roten Klippen von Bayernsack von selbst: Flaming Cliffs. Wir kommen nun in den sandigeren Teil der Gobi. Die Dünenkette Hongorin Els ist 100 Kilometer lang und sie wird nach Westen zu immer höher. Mit über 200 Meter Höhe ist sie eine der mächtigsten Dünen der Erde. Beim höchsten Punkt liegt unser Gierlager. Puh. Gegen Abend ein erster Ausflug Richtung Dünen, stilgerecht auf Kamelen. Es ist leidlich bequem und man fühlt sich recht sicher zwischen den Höckern, zumal man sich gut festhalten kann. Am nächsten Morgen frühstücken unsere Kamele am Sacksaul bei den Dünen. Uns aber erwartet nun der anstrengendste Teil, der Aufstieg. Am Fuß der Dünen eine Senke, in der sich erstaunlicherweise hartnäckig Wasser hält. Und nicht nur wegen der Regenfälle vor wenigen Wochen. Bei jedem Schritt rutscht man einen halben wieder ab. Japanische Spezialtechnik. Wir sind ja nun doch nicht mehr die Jüngsten und so erreichen wir die Grenzen unserer physischen Belastbarkeit. Der Ausblick oben aber lässt all die Mühen vergessen. Hat am Licht her, du wirst nicht mehr her.